Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, ich war gerade im Action und Halleluja, das war ein abenteuerlicher Weg dahin, sage ich mal. Ja, wer da mehr wissen möchte, wieso, weshalb, warum, kann mich gerne anschreiben, erkläre ich euch das Ganze. Aber es war echt, ja, aufregend, sage ich mal. Und ja, aber es hat sich gelohnt. Ich habe ein paar coole Sachen bekommen und die möchte ich euch jetzt natürlich zeigen. Und fangen wir an. Einmal mit dieser wunderschönen Folie. Und ja, jetzt habe ich mir vor einiger Zeit diese Bilder zum Rubbeln gekauft gehabt und habe mich gewundert, warum das gar nicht funktioniert. Und ja, das ist die Erklärung, weil ohne die Folie funktioniert das nicht. Ja, witzigerweise gab es damals die Sticker, aber die Folie nicht. Und jetzt gab es die Folie, aber keine Sticker. Ja, es gab leider nur Rot, aber immerhin besser wie nichts. Dementsprechend durfte die auf jeden Fall mit. Dann geht es weiter, ihr Lieben. Mit, wie ich mir auch schon zuletzt gekauft habe, habe ich nochmal so richtig coole Lederfolien hier gekriegt. Ich mache das diesmal nicht komplett auf, so wie beim letzten Mal, weil wir nachher noch einige Sachen haben, wo eine Weile dauern wird, bis ich euch das gezeigt habe und ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Dementsprechend, ja, habe ich die beiden Farben hier mitgenommen. Auch wunderschöne Farben und ihr seht hier an der Seite, dass da wirklich wunderschöne Sachen drin sind. Ja. Dann geht's weiter mit ein paar Holzteilen. Einmal fehlt jetzt noch, das liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo ganz unten in der Tüte. Aber das sehen wir dann einfach mal her. Ja, und zwar haben wir jetzt so, ja, so Rohholz quasi, mit dem man irgendwelche Sachen basteln kann. Und ja, für das habe ich sogar schon eine Idee, was wir daraus basteln können. Und bei den Stäbchen schauen wir mal, was mir da einfällt, was wir mit denen Cooles basteln können. Aber ich habe mir gedacht, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Vor allem, das hat echt nichts gekostet. Also ich glaube 89 Cent oder so das Paket. Ja, also echt Schnäppchenpreis. Dementsprechend habe ich das natürlich mitgenommen. So, dann geht's weiter mit zweimal so Bändern. Die sind jetzt nicht wirklich neu, allerdings hatte ich sie mir noch nie gekauft. Von dem her sind sie für mich neu. Ja, gerade für Weihnachten. Und natürlich passen die dazu perfekt. Deswegen durften die natürlich auch mit. Gucken, dass euch nicht zu sehr blendet. Am besten so rum. Ja, ich hoffe mal, es geht, ihr Lieben. Dann habe ich mir Washi-Tape mitgenommen. Zwar einmal dieses große Paket, was ich richtig schön fand. Und ja, vor allem ist es halt auch praktisch. Ja, wer meine Anleitung kennt, weiß, dass ich die gerne mal für Anleitung mitbenutze, um Sachen zu befestigen. Von dem her kann man die natürlich immer gebrauchen. Und gerade das hier zum Beispiel oder das hier ist wunderschön für irgendwelche Sachen zu verzieren. Oder das hier, das auch. Und ja, das ist jetzt eins, wo ich zum Bearbeiten nehmen werde von irgendwelchen Sachen. Und den Rest kann man natürlich schön dekorieren. Ja, dementsprechend durfte das Paket auch mit. So, ich habe noch ein paar andere Washis mitgenommen. Doch wahrscheinlich liegen die jetzt auch alle irgendwo verteilt. Schauen wir mal. Na, da habe ich zwei. Ich glaube, das waren nur die beiden, wo ich mitgenommen habe. Ja, und da habe ich die neu entdeckt. Einmal das hier. Fand ich aber richtig cool. Dieses Gold-Schwarz-Kombi. Und dann hier so blau. Und ja, da fand ich einfach auch richtig schön. Hier gerade diese Sterne und die Wolken und Every Moment. Ja, super schön. Deswegen durften die mit. Und ich habe ja auch ganze Weile schon keine Washis mehr gekauft. Von dem her war das mal wieder okay. Zumal da ich die inzwischen wirklich verwende. So, dann geht es weiter. Habe ich mir so Cardstock mitgenommen. Das ist ja einfach so einmal so Metallic. Und dann ist das hier so Pearl-Papier mit Struktur. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich weiß gar nicht, welche Farben da drin sind. Wir können mal kurz aufmachen. Sind sogar 16 Blätter drin, okay. So, ihr seht. Ah, sogar auf andere Farben, okay. Also hier haben wir so ein schönes Blau. Dunkellila und natürlich die Rückseite auch nicht schlecht. Lila. Hier sind ein schönes dunkles Lila. Schöner Rotton. Ja. Also ihr seht, sind wirklich schöne Farben dabei. Das ist auch traumhaft, die Farbe. Und ja, das durfte auf jeden Fall mit für ja, unter 1 € auf jeden Fall. Die zwei Pakete. So,
Legen wir mal dahin. Beziehungsweise wir werden nachher eh Platz brauchen. Ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, was ich gerade gemacht habe mit dem Bauen. Ja. Legen wir mal kurz hier rüber. Weil sonst geht uns nämlich gleich der Platz aus. Dann würde ich sagen, machen wir den großen Sachen weiter, weil sonst wird es schwierig vom Platz her nachher. Und schon kommt mir auch das letzte Paket Würfel entgegen. Und zwar habe ich, tada, Weihnachtsblöcke, wie ihr seht. Ich habe 3 Stück mitgenommen. Es gab noch 4 andere, 4 oder 5 andere. Allerdings fand ich die anderen nicht so toll, weshalb ich mich halt für die hier nur entschieden habe, in Anführungszeichen nur. Ja, ich habe eigentlich eh schon genug Weihnachtsblöcke, aber ja, man kann es ja nie genug haben, ne? Und die anderen Weihnachtsblöcke, die ich habe, sind nicht mit Glitzer. Also kann man das schon irgendwie rechtfertigen. Ihr wisst ja, wie das ist. So, die Papiere sind alle einseitig bedruckt. Nicht so wie die anderen Actionblöcke. Die großen. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Ja, jetzt stehe ich euch total im Licht. Machen wir es so rum. Zwar jetzt verkehrt rum, aber dann seht ihr wenigstens was, ohne dass ich euch im Licht stehe. So. Und ihr seht, es sind wirklich schöne Weihnachts. Motive dabei. Es sind, wie gesagt, ein paar sind mit Glitzer, aber halt, wie gesagt, nur ein kleiner Teil. Ja, das hier ist auch richtig cool, so ein bisschen Vintage-mäßig. Und das hier fand ich wunderschön. Ich hoffe, ihr seht, dieses schimmernd. Und vor allem kann man das halt auch für was anderes benutzen. Also das ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich, aber richtig schön. Dann haben wir das hier. Dann haben wir hier auch so einen Schimmer auf dem Blatt. Und das hier fand ich auch traumhaft schön. Ist jetzt auch nicht unbedingt weihnachtlich, von dem her ist das ganz praktisch. Nämlich hier typisch weihnachtlich, aber niedlich. Ja, das hier weiß ich noch nicht. Ist jetzt so eins, wo mir jetzt nicht so gefällt, aber das hat man ja in jedem Block, dass was drin ist. Ja, das hier jetzt auch wieder ein bisschen was Neutraleres. Dann haben wir das hier. Auch sehr, sehr schön mit den Schneeflocken. Ja, das sind so klassische Weihnachtsmotive, sage ich mal. Dann hier haben wir auch so ein bisschen Schimmer. Also die Motive hier sind so ein bisschen, so, ja, so seht ihr es, glänzend. Dann haben wir hier das hier. Hier sind auch wieder die Teile so schimmernd. So. So. Und hier haben wir unsere Tannenbäume, wo so einen Schimmereffekt haben. So, dann hätten wir den Block durch. Dann können wir den schon mal da runterlegen. Dann geht es weiter zum nächsten Block. Ihr seht, das schimmert auch schon so richtig schön. Ich drehe mal wieder so rum. Und hier traumhaft schön. Ich hoffe, ihr seht es von der Kamera her. Also wirklich ein Traumpapier. Was auch mit der Grund war, weshalb ich den Block gekauft habe. Das hier, ja, weiß ich noch nicht. Das ist auch ganz cool. Da schimmern hier so die Pakete. Dann das fand ich auch recht niedlich. Vor allem mit dem Schimmer hier. Das sieht man sogar recht gut in der Kamera. Hier haben wir hier diesen Schimmerlook. Haben wir wie so ein neutrales Weihnachten. Ja. Sind wie gesagt ein paar richtig schöne Motive drin, andere sind okay. Das ist auch ganz niedlich mit dem Gold hier. Ist auch ein schönes Motiv. Hier haben wir auch so ein bisschen Schimmer drin. Ja. Und hier haben wir auch wieder so Schimmer auf dem Blatt. Und der letzte große Block. So, hier sind jetzt einige Motive drin, wo meiner Meinung nach nichts mit Weihnachten zu tun haben, sondern eher neutral sind. Aber ich fand es praktisch, weil gerade für Männer fehlt mir oft Papier und da ist so ein Blatt natürlich für Männerprojekte super. Na, dann haben wir hier diese Elche. Da ist jetzt kein Schimmer drauf bis jetzt. So, da ist jetzt auch nichts, ist auch neutral. Neutral. So, und dann hier haben wir sogar einen kleinen Druckfehler drin, und das sehe ich auch jetzt erst, aber ja, nicht so schlimm. Haben wir hier auch wieder so ein neutrales. Dann haben wir hier ein wunderschön schimmerndes Blatt drin. Ich hoffe, ihr seht. Also das ist traumhaft. Und da kommt aber nochmal so ein traumhaftes. Haben wir auch so einen kleinen Fehler drin. Okay, das habe ich leider im Laden nicht gesehen. Ja, dann haben wir hier diese Stellen, wo so ein bisschen Effekt drauf haben. Dann das hier fand ich auch wunderschön. Ja, haben wir hier so ein paar neutralere. Das schimmert auch recht nett, das Papier.
neutral, beziehungsweise hier oben so ein bisschen ja, geprägt, sage ich mal. Neutrales, neutrales. Also jetzt sind wirklich sehr, sehr viele neutrale Papiere drin, aber ja, ist ja nicht schlecht unbedingt, ne? So, nehmen wir hier. Ja, also das ist eigentlich der Block, wo am wenigsten mit Weihnachten zu tun hat, wie ihr seht. Aber ich fand es, wie gesagt, nicht schlimm. Und dementsprechend durfte er natürlich mit einziehen bei mir. So. Ja, und jetzt habe ich auf jeden Fall wahrscheinlich Papier für die nächsten 10 Jahre, aber egal. Ihr wisst ja, man kann nie wissen, was man noch braucht, ne? Das blendet euch, glaube ich, ein bisschen hier hinten. Ist ein bisschen blöd, aber es geht jetzt leider nicht anders, ihr Lieben. Es tut mir leid. Ja. Thema Weihnachten. Dann habe ich mir noch dreimal so schöne Sticker mitgenommen. Gab es auch noch mehr, aber die anderen haben mir nicht so gefallen. Und die drei Sets fand ich aber richtig schön. Vor allem das hier von den Farbtönen her. Dann fand ich das hier auch so richtig niedlich. Gerade diesen Schneemann oder hier oben. Ja, und das ist dann so ein bisschen mehr neutraleres Weihnachten, sage ich mal. Durften die drei mit. Und jetzt geht uns schon der Platz langsam aus. Dann habe ich einmal so Kulis einfach mitgenommen. Kann man ja auch immer mal gebrauchen. Dann ganz unspektakulär, aber mir ist es ausgegangen, das doppelseitige Klebeband. Und Bastler ohne doppelseitiges Klebeband geht natürlich gar nicht. Dementsprechend muss ich dann natürlich schnell Abhilfe schaffen. So. Nur nochmal zwei Rollen. Dann habe ich eins von diesen tollen Prägefoldern gekriegt. Ja, leider war das so gut wie alles schon ausverkauft, was mich ein bisschen geärgert hat, weil ich hätte halt echt gern das hier noch gehabt. Beziehungsweise das hier, aber ja, besser wie keins. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht komme ich irgendwie nochmal hin und habe Glück, dass ich nochmal eins bekomme. Und wenn nicht, dann, ja, dann soll es halt nicht sein, ne? So, dann habe ich nochmal so eine Schere mitgenommen, weil die finde ich einfach richtig praktisch. Dann hatte ich jetzt im letzten Lehnt mein Vorrat an Umschlägen und so war leer. Dementsprechend habe ich da jetzt nochmal richtig schön zugeschlagen und mir alle möglichen Farbkombinationen von so, Umschlägen besorgt. Dann kann mir das jetzt auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr passieren, dass ich da stehe und keine Umschlagrolling mehr habe. So. Dann habe ich mir hier nochmal so Linien-Cardstock mitgenommen. Der hat so einen schönen Pearl-Effekt. Und hier sind auch so ganz viele verschiedene Farben drin in dem Set. Und vor allem das Coole an dem ist, der lässt sich super stanzen. Man hat hier mit manchen so Papieren, dieses Hologrammpapier, teilweise Probleme, dass es sich nicht stanzen lässt. Mit dem Papier habe ich es schon mehrfach ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Mit dem habt ihr da eine coole Alternative. Und dann habe ich mir das Ganze nochmal in so helleren Farbtönen mitgenommen. So. Dann habe ich mir den Block hier mitgenommen. Ist auch so ein Weihnachtsblock, aber halt in klein, sage ich mal. Mit so lang. Und da sind auch ein paar richtig schöne Motive drin. Ich zeig's euch mal. Also haben wir hier auch so Glitzereffekt drin. Hier ist halt der Baumstamm so beglitzert. Noch dreimal. Und beim vierten haben wir sogar so einen Golddruck drin. Also richtig schön. Dann haben wir hier diese Motive drin. Die sind jetzt alle drei, also drei ohne. Und einmal mit diesem Goldrand. Dann haben wir hier auch direkt alles beglitzert. Bei den Eichhörnchen hier auch wieder mit Gold. Ja. Also ist jetzt immer mit verschiedenen bedruckten Arten. Aber auf jeden Fall wunderschöne Papiere. Auch gerade diese Holzoptik fand ich richtig schön. Und ja, ideal für Karten vom Format her, weil da braucht ihr einfach nur einmal so abschneiden und ihr habt schon direkt die Kartengröße. Von dem her sind die Blöcke echt praktisch. Zumal ihr da halt locker drei Karten mitmachen könnt mit einem so Bogen. Ja, deswegen durfte der mit. Und dann zu guter Letzt
Zu guter Letzt habe ich noch so kleine Blöcke seit Ewigkeiten mal wieder gefunden. Und ich sage es euch, da sind so traumhafte Papiere drin. Also, ja, ich zeige es euch einfach mal kurz. Wir machen das Ganze am besten ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit es nicht zu ewig bringt, weil wir sind, glaube ich, schon relativ lange. Ja, also ich mache das einfach mal so grob durch. Dann seht ihr, was für tolle Papiere. Ich lege es mal so, dann seht ihr die Farbe besser. Weil dann blende ich euch nicht drin sind. Also das sind jetzt einfach so ein bisschen neutralere bei dem Block. Aber trotzdem richtig schön, gerade das hier. Ja, also echt schöne Papiere drin. Dann habe ich den hier entdeckt und der ist auch wunderschön, der Block. Schaut mal. Zwar ein bisschen knalliger alles, aber wunderschön und natürlich auch schön aufeinander abgestimmt alles. So, einfach mal ein Schnelldurchlauf. Ja, wie gesagt, traumhafte Papiere in den Blöcken drin. Dann kommen wir zu meinem Mitlieblingsblock. Und zwar der hier. Und ihr seht, wunderschön. Also richtig knallig, aber trotzdem traumhaft schön. So ein bisschen Sommerfeeling noch. Und ja, also gerade dieses so Hawaii-Muster, sage ich mal, fand ich einfach umwerfend schön. Und deswegen musste der Block auf jeden Fall mit einziehen. Dann haben wir den Block hier noch. Let's make magic. Ja, schöne Hintergrundpapiere. Peach-mäßig alles. Aber trotzdem sehr schöne Motive mit drinne. Ja, den. So, und dann kommen wir zu meinem zweiten Lieblingsblock. Der hier und schaut euch mal die Papiere an. Also das zum Beispiel traumhaft schön. Oder auch das ist schön. Hier ein bisschen neutraleres. Das ist jetzt auch wieder wunderschön mit den Vögelchen, mit dem Kolibri. Also wirklich traumhafte Papiere oder das hier. Also wenn das nicht ein Traum ist, das Papier, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich traumhaft. Und zu guter Letzt haben wir noch den hier. Ja, und das ist ein bisschen was Neutraleres, auch für Männer wieder geeignet. Auch sehr schönes Papier. Und ja, auch so was Neutrales, wieder für Männerkarten ideal. Ja, sind alles relativ, oder das jetzt auch perfekt für Männerkarten. Das ist alles relativ neutral hier in dem Block, aber kann man auf jeden Fall immer mehr gebrauchen. Und ja, ihr Lieben. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ihr seht, es ist eine Riesenmenge heute gewesen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen von oben, nach oben von euch freuen. Über einen Kommentar unten in den Kommentaren. Und natürlich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es natürlich gerne kostenlos tun. Und in dem Sinne würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch noch. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi!